Weiter geht's mit Pokémon Schwarz 2, dem Super Ultra Mega Randomizer. Ich habe mir noch keinen finalen Namen ausgedacht. Von daher könnte im Titel was anderes stehen. Das ist ein Trainer, da weiche ich erstmal aus. Ich glaube, ich werde mir jetzt ein Pokémon fangen, oder? Was wird es? Ein Elektroball, okay. Level 5, das ist schon mal gut. Das dürfte kein One-Hit sein, hoffe ich zumindest. Soll ich einfach mal Schattenstoß? Ist mir zu riskant. Ich probier's mal. Eins. Oh, schade. Mogelhieb. Das ist eine nice Attacke. Ich probier mal Schattenstoß. Ich hoffe mal. Ja, nice. Direkt nochmal. Es darf sogar kein Crit werden. Werte wechseln. Tauscht nur die Fähigkeit, okay. Ich weiß nicht, ich kann theoretisch nochmal angreifen, aber ob das dann zu riskant ist, ist wieder die andere Frage. Ich denke schwer von dem Pokéball. Eins, zwei, drei, easy. So, jetzt muss ich mir wieder einen Namen ausdenken. Gucken, was es für ein Typ hat. Gestein. Das kann jetzt wieder dauern. Es ist zwar unkreativ, aber ich nenne es einfach. Echt Steinball. Im Sinne von Elektro nimmt man das E-Wert weg, wird's Elektro. Gestein, man nimmt das G weg, wird's Echtstein. So, ich guck mal, ob ich wieder heilen gehen kann. Wenn ja, dann nehme ich das in Anspruch. Und ich gehe mir erstmal ein paar Tränke kaufen. Hat leider nur für 3 Stück gereicht. Aber gut. Ich schaue mir mal die Stats an. 13, 8, 12, 16, 13. Mit okayen Attacken. Mogelhip 75. Das ist doch angenehm. Soll ich mal einsetzen? Machen wir es einfach. Lass uns herausfinden, wessen Pokémon unerschrockener sind. Deine oder meine? Jill. Astrainer Jill. Mobile sieht erstmal unbedrohlich aus. Aber der Schein trübt. Natürlich Mogelhieb. Das ist eine sehr schöne Attacke. Okay, warte. Unlicht, das ist nicht sehr effektiv. Das heißt, es könnte Typ Käfer sein. Glaube ich. Ja, was? Warum mache ich Wertewechsel? Das war komplett dumm. Oh Mann. Pulverrauch. Ich weiß leider weder was Pulverrauch noch was Schneemantel bringt. Einfach Power Punch, oder? Nice. Ich habe erst danach realisiert, wie dumm das war, dass ich Power Punch eingesetzt habe. Noch einmal und es ist raus. Ich probier's.
Komm schon. Rückenwind. Ist es eine Angriffsattacke? Easy. Das lief doch ganz gut. Volltreffer sogar. Level 6 wäre nett. Ja, danke. Wie sieht's aus mit dem DV? Okay, Spezialverteidigung und KP. Okay. Tentantel. Ich will mich halt nicht. Ich will halt nicht zu sehr auf glücklicher Zufall gehen, aber. Ich spiel mal ohne Risiko. Ich glaube, eine der Regeln von Nuzlocke Challenges ist es ja, dass man nicht überlevelt sein darf. Was jetzt speziell bei glücklicher Zufall. Der Fall sein könnte. Oh, schade. Ich guck nochmal auf die Typenkombination. Stahlpflanze. Ist es nicht sogar den Typ, den Tentantel eigentlich hatte? Stahlpflanze. Das war sehr effektiv. Okay. 203 Erfahrungspunkte. Stimmt, die Erfahrungspunkte sind auch ziemlich unverhältnismäßig jetzt. Weil halt teilweise sehr starke Pokémon als Gegner kommen. Ich sehe gerade das Item da unten. Da hole ich mir das dann auch gleich. Gut. Komme ich hin ohne Encounter? Wasmelbeere. Und was macht die? Ich kenne mich mit den Bären leider nicht so sehr aus. Kenner geben ihr letztes Hemd dafür. Scheint also irgendwas wert zu sein. Oh, Metang. Level 7. Ich hoffe mal, dass ich mit Mogelhieb was reißen kann. Nicht sehr effektiv. Warum ist denn das immer nicht sehr effektiv? Ah, der Kampf geht viel zu lange. Oh Mann. Naja. Level 7, nice. Oh nein! Ich wollte eigentlich nach unten laufen. Kann ich fliehen? Wobei Level 4, das kann ich probieren. Ich werde mal einen Mogelhieb einsetzen, das kann ja nicht schaden. Oh, ist sehr effektiv. Ach nein, nur Volltreffer, nicht sehr effektiv. Gut. Dann gehe ich nochmal heilen und danach laufe ich dann hoch. So. Taribark, ob es noch weiter weggelaufen ist. Stimmt, ich suche Taribark. Ich denke mal, ich kämpfe gegen den. Ein neues Gesicht. Lass uns gleich mal kämpfen. Quabbel. Quabbel Level 6. Mogelhieb wie immer. Schon wieder nicht selektiv. Seltsam. Genauigkeit sinkt. Wenn Typ Undicht nicht selektiv ist. Also es ist entweder Typ Kampf, Undicht oder Stahl. Okay. Ich habe
Typ Flug, das bringt nicht viel. Typ. Typ Eis, Geist und. Ah, Mann. Ich werde auf glücklicher Zufall wechseln. Grasmixer sollte nicht viel machen. Super. Machen wir Schattenstoß. Genauigkeit sinkt. Ach man. Ja, ich werde dann rauswechseln. EP, das ist ja fast nichts. Kapuno. Soll ich Saugacken mal einsetzen? Aber wenn es dann stirbt. Ah, das ist ja unvorteilhaft. Aber die KP, die sind viel zu niedrig. Ich glaube, die Verteidigung war auch scheiße. Ja, 10 und 9. Angriff zwar OP, aber... Super. Aber ich hatte schon Angst. Ich hatte tatsächlich Angst. Ja. Paraheiler, okay. Das ist nicht randomized. Dieses Item. Hier geht's runter. Ja, ich glaube, hier muss ich dann wieder zurück. Energiestaub, okay. Weiß ich jetzt nicht genau, was es bringt. Und Angriff. Trainer Wellington. Schnippedeck. Stäbedeck finde ich aus irgendeinem Grund cool, aber ich weiß nicht warum. Mach mal wieder mal Mogelhieb, nicht? Mogelhieb ist fast immer nicht sehr effektiv. Warum? Dann probiere ich nochmal Fokusstoß. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt angreifen darf. Ach nein, bei Fokusstoß greift man direkt an. Okay, jetzt ist Typ Unlicht. Eindeutig. Super. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass man bei Fokusstoß auch erst aufladen muss. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist es ja optimal. Schemenkraft. Das ist doch die Attacke von Darkrai. Ich mal Wertewechsel raus, oder? Genes. Okay. Ich kann mir halt nichts darunter vorstellen, was es jetzt für Werte hat. Mach mal Schattenstoß. Itemsperre, damit kann ich leben. Ich hatte eh nicht vor, Items einzusetzen. Geheimpower. Geheimpower dürfte nicht viel machen. Okay, Eis ist effektiv. Wenn Eis effektiv ist, dann ist es entweder Typ Pflanze, Typ Bodenflug oder... irgendwas anderes. Habe ich das Item schon geholt gehabt? Ja. Ah, müsste ich genau mal heilen. Gut, weiter geht's. Oh, da ist Terrybug.
Hast du es gehört? Ja, habe ich. Nein, ach man. Oh cool, Krillmark. Wobei ich sagen muss, dass diese komischen Affen-Pokémon etwas unnötig waren. Aber okay. Ja, Mogelhieb einfach. Oh nice. Ja, Mogelhieb mit 75? Ich dachte, das macht weniger. Eine Zitatsbeere. Warum kriege ich immer so obskure Beeren? Schwächt besonders effektiv Attacken des Angreifers vom Typ Geist. Okay. Das ist seltsam. Oh nein. Sengo. Aber ich finde es schön, dass die so hohe Diversität von den Pokémon herrscht. Weil sonst begegnet man ja den normalen Spielen immer nur den gleichen Pokémon. Soll ich Fokusstoß oder? Mach mal Fokusstoß. Zack. Eishieb. Ich bin Typ Gestein, das sollte nicht viel auswirken. Oh shit. Volltreffer und gefroren. Auswechseln ist, glaube ich, die beste Methode. Und jetzt direkt nochmal gefroren. Oh nein. Das ist gut. Perfekt. Level 13. Plus 4 KP, was ist denn das für ein KP-Monster? Giftzahn. Oh, Typ Pflanze, aber nur 5 AP und. Das ist, der Tag ist eigentlich wirklich trash, wenn ich so drüber nachdenke. Ich sag mal so Fauna-Statue. Ich denke mal, wenn ich Fauna-Statue raushaue. Ja, Fauna-Statue ist. Weil Fauna-Statue muss ich sowieso eine Runde aussetzen. Ja. Das war's dann mit diesem Part. Und beim nächsten Mal reite ich dann Terrybark.